Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute basteln wir endlich mal wieder. Und zwar basteln wir eine maritime Verpackung. So sieht sie aus oder so. Und für diese beiden Verpackungen gibt es auch in meinem Etsy-Shop Bastelsets. Das heißt, ihr könnt dann entweder so eine Box basteln oder so eine Box und von mir bekommt ihr das ganze Material dafür. Ihr braucht also nichts weiter zu tun, als das Ganze zu basteln. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und das Tolle ist, ich habe das Ganze so ausgerechnet, dass ihr aus einem DIN A4 Farbkarton zwei Verpackungen rausbekommt. Das heißt, wir brauchen zuallererst ein Stück Farbkarton mit dem Maß 14 x 19,5. Und damit ihr eben auch zwei Verpackungen aus einem DIN A4 Bogen rausbekommt, ist es wichtig, dass ihr den Bogen der Längsseite, also an der langen Seite, bei 14 cm durchschneidet. Und dann an der kurzen Seite bei 19,5 noch einmal kürzt. Denn wenn ihr das andersrum macht, dann bekommt ihr keine zwei Verpackungen aus dem DIN A4 Bogen raus. Also wie gesagt, an der langen Seite bei 14 cm einmal durchschneiden und dann jeweils auf 19,5 Zentimeter kürzen. Jetzt falzen wir den Farbkarton einmal und zwar ringsherum bei 2,5 cm. Und dann falzen wir noch einmal an der langen Seite bei 8,5 und bei 11 cm. Das war dann auch schon alles. Ihr benötigt dann noch ein Reststück in Flüsterweiß oder in Weiß, um eben den Spruch aufzustempeln. Dann braucht ihr noch ein Stück Farbkarton. Dieser hat das Maß 8,5 x 5,5 cm und ein Stück Designerpapier. Das hat das Maß 8 x 5 cm. Jetzt bauen wir zuerst einmal die Box zusammen und dafür falzen wir alle Falzlinien einmal nach. Die Box ist im Prinzip wie eine Pizzaschachtel, nur eben statt quadratisch ist sie eben rechteckig. Und ihr habt genug Platz für Süßigkeiten, Gummibärchen, Teebeutel oder was auch immer ihr verschenken möchtet. Dann schneiden wir uns das Ganze einmal zurecht. Und zwar habt ihr immer hier unten so kleine Quadrate und zwei Rechtecke. Die Quadrate, die werden unsere Klebelaschen, das heißt, wir schneiden die hier so einmal ein und schrägen die dann ab. Und das machen wir auf beiden Seiten.
Achtet darauf, dass ihr ordentlich schneidet. Ich habe das jetzt hier nicht so ordentlich eingeschnitten. So. Das Ganze sollte jetzt so aussehen. Jetzt sucht ihr euch einfach eine Seite aus. Entweder die oder die. Welche davon euer Deckel werden soll. Und dort stanzt ihr in der Mitte ungefähr euch so ein kleines Daumenloch aus, sozusagen. Und das müsst ihr natürlich nicht machen, aber ihr könnt das machen. Ich finde, das ist einfach besser, ne? Und dann ist eben das jetzt nicht ganz mittig, aber ihr solltet das ungefähr mittig machen. Könnt euch das ja ausmessen. Das ist jetzt der Deckel. Und das hier ist dann der Boden. Und am Boden werden diese vier Laschen angeklebt. Die werden am Boden angeklebt. Das machen wir jetzt zuallererst mal. Ich nehme dafür Flüssigkleber. Ihr könnt aber auch Abreißklebeband verwenden, wie ihr möchtet, was ihr eben lieber benutzt. Der Tombow zieht aber auch sehr schnell an. Von daher kann man das auch mit dem Tombow machen. So, einmal kurz festhalten, damit der gut anziehen kann. Also wie gesagt, am Boden werden vier Laschen angeklebt. Richtig sauber abgeschnitten. Und am Deckel werden dann nur die beiden Laschen hier angeklebt, ne? So, mal kurz festhalten. So, und das war es auch schon für die Box. Und dann kann man die so schließen. Also richtig toll, geht super schnell, geht super einfach. Und damit eben hier das Ganze nicht absteht, habe ich halt das Band drumherum gemacht. Ihr könnt auch eine Banderole drumherum machen, aus Farbkarton. Da finde ich aber es schwierig, das Ganze dann zu dekorieren. Dann sieht man halt nicht mehr so wirklich was von der Deko. Deswegen habe ich mich für das Band entschieden. Und ihr seht, das Ganze hält auch super prima zu, ne? Also es lässt sich gut verschließen, das bleibt auch zu, das geht nicht auf. Wen das nicht stört, der kann das natürlich auch generell ohne Band oder ohne Banderole machen. Jetzt verzieren wir das noch einmal. Wie gesagt, ich habe hier diese beiden. Ne, einmal den Farbkarton in 8,5 x 5,5 und einmal das Designerpapier in 8 x 5 cm. Die beiden klebe ich jetzt einmal übereinander. Und dann im Anschluss auf die Box. Vielleicht passt dieses Blau nicht so gut dazu, aber
Die Streifen hier sind halt relativ grau und braun, aber ich wollte da eben auch nicht so grau und braun im Hintergrund verwenden, denn irgendwie macht das das so trist und so dunkel eben. Und deswegen fand ich das mit dem blauen Papier einfach schöner. Was haben wir noch? Genau. Ich habe dann schon einmal ein Vielen Dank gestempelt. Hier war es ein für dich. Und habe mir hier oben so ein kleines Löchlein hineingestanzt. Zuallererst kommt jetzt mal das Band drumherum. Da habe ich dieses hier. Ich liebe dieses Band, ja. Gucken, wie viel brauche ich denn? Eine Schleife zu machen. Jo, ich denke, das reicht so. Nur nicht zu kurz abschneiden. So, und das bringe ich dann ja sowieso ein bisschen hier links oben an. Und die muss auch gar nicht fest sein, diese Schleife. Die ist ja zum einen Deko und zum anderen braucht man die halt, um die Box, also braucht man die ja, um die Box wieder zu öffnen. Entweder man macht sie eben auf. Oder man schiebt das Band hier einfach runter. Ne? Das habe ich ja hier vorhin auch gemacht, als ich euch das gezeigt habe. Ihr könnt das einfach hier runterziehen. Und ja, vielleicht nicht ganz so groß machen. So lassen wir das jetzt. Dann schräge ich mir hier immer ein bisschen die Enden ab. Naja, nee, das ist zu lang. So ist ganz gut. Und dann bin ich eigentlich nur hingegangen und habe mir dieses Etikett hier festgemacht. Und dafür habe ich mir hier so eine Nadel geholt, so eine Stopfwollnadel. Einfach ein bisschen Leinenfaden. Und habe den dann hier bei der Schleife hier durch die ja durch den Knoten halt hier durchgezogen. So dass ich im Prinzip diesen Faden an der Schleife festmache, am Knoten der Schleife. So, und dann habe ich mir einfach nur einmal das Etikett hier aufgefädelt. Dann mache ich mir hier einen kleinen Knoten rein. Nicht zu viel, wir wollen ja nicht so viel von dem guten Band verschwenden. So einen kleinen Knoten. Also einen Doppelknoten mache ich hier einfach so. Dann schneide ich das hier ab und hier auch. Und dann drehe ich mir diesen Knoten unter den Knoten der Schleife, dass man das nicht mehr so sieht. Also ich versuche das zumindest. So. Ich denke, so kann man das ganz gut lassen. Ne? Und dann sieht man hier auch diesen Knoten von dem Leinenfaden nicht mehr. Die Enden sind hier immer noch ein bisschen lang, aber ich lasse das jetzt, oder? Nee, wir schneiden so noch ein kleines bisschen ab. So. Ich habe da noch dieses Vielen Dank oder für dich festgeklebt mit einem Dimensional. Auch das müsst ihr nicht, ihr könnt das auch so lassen. Ihr könnt auch ein Glue Dot verwenden oder ein bisschen Flüssigkleber. Ich habe das hier einfach so ein bisschen angeklebt und dann
dekoriert. Und zum Dekorieren habe ich einmal mir so einen Krebs ausgestanzt. Und zwar sind das die Stanzformen von Charlie und Paulchen. Da bekommt ihr dann drei Krebse in verschiedenen Größen. Hier so einen kleinen, mittleren und einen ganz großen. Die finde ich richtig toll. Ich habe mir einfach so ein bisschen, ich glaube, das hier ist Ziegelrot, meine ich, ausgestanzt und den dann so angebracht. Den kann man auch so anbringen, als würde er dieses festhalten. Ne? Das geht auch, sieht total lustig aus. Aber auch den habe ich mir einfach nur hier so festgeklebt mit ein bisschen Flüssigkleber und auch nur am Körper. Den braucht ihr gar nicht so komplett hier draufkleben, einfach nur so ein bisschen am Körper hier festkleben. Das reicht schon. Und dann habe ich noch mit diesen Seesternen dekoriert. Ich weiß, die meisten sagen, mach das nicht, aber ich habe sie jetzt auch da. Und deswegen verwende ich die jetzt auch. Und da nehme ich einfach zwei Stück. Die brauchen halt ein bisschen länger, bis die kleben. Und dann setze ich mir einen hier oben hin. Und einen größeren da unten. Und schon ist die maritime Verpackung fertig. Also super schnell, super einfach. Wie gesagt, ihr bekommt zwei Verpackungen aus einem DIN A4 Farbkarton. Das finde ich sehr gut. Und wenn ihr das Ganze öffnen wollt, ich lasse das jetzt mal, bis das getrocknet ist. Einfach hier aufmachen, hinten ein bisschen das Band drüber schieben und ratzfatz könnt ihr dann hier die Verpackung öffnen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auch immer über eure Kommentare und bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Denkt dran, es gibt die Kreativ-Kits bei mir in meinem Etsy-Shop. Die Anzahl ist begrenzt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.